uns alle kennen. Als Team sind wir der Hits. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Vielleicht wäre es besser, nur schnell ein Brötchen da im Café zu essen. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin immer etwas unruhig, wenn mich irgendjemand vertritt. Oh, Papa, komm schon. Das ist doch nicht irgendjemand. Das ist Bob. Du hast doch heute Geburtstag. Wir essen gleich im supertollsten Restaurant von Hochhausen. Na los, entspann dich. Genieß es. Aufzug fährt nach oben. Ich bin entspannt. Langsam. Sachte. Sehr gut, Heppo. Ein bisschen mehr nach rechts und jetzt ganz gerade runter. Perfekt. Gute Arbeit. Oh, was für ein super riesiges Werkzeug. Wir Mechaniker kennen uns mit sowas aus. Ich könnte problemlos ein Auto reparieren mit Hilfe so eines Teils. Was erzählt Buggy denn da? Ich verstehe gar nichts. Ich glaube, er versteht es selbst nicht. So, die letzte Dachplatte ist auch eingebaut. Jetzt müssen wir nur noch das neue Leuchtschild aufhängen und das Gerüst entfernen. Sieht aus, als wenn Charlies Überraschung rechtzeitig fertig wird, falls nichts dazwischen kommt. Hallo? Kann mir jemand behilflich sein? Ich glaube, ich habe hier ein kleines Problem. Was soll ich heute für euch kochen? Was geht am schnellsten, Fritti? Am schnellsten? Oh, das Minutensteak, das dauert eine Minute. Das hätte ich gern. Was nimmst du, mein Sohn? Jetzt lass den armen Mann nicht warten. Wir müssen auch möglichst schnell wieder zurück. Aus was sind Spinatnudeln gemacht? Aus Spinat und Nudeln. Ah, okay. Hört sich gut an. Und, Schinken-Pilze-Pizza. Was ist das? Das ist eine Pizza mit Schinken und Pilzen drauf. Was sonst? Und das hier, Burger und Pommes. Ist das... Pommes und ein Burger. Lecker. Ich glaube, ich nehme das alles. Wie alles? Jetzt? Ich habe einen Bärenhunger. Okay, Herr Brauer. Ich glaube, der Reifendruck stimmt bei allen Reifen. Ja, aber der hier könnte vielleicht etwas mehr vertragen. Was sagst du, Philipp? Sehr richtig, Herr Brauer. Okay, na gut. Noch ein kleines bisschen. Noch etwas mehr? Noch etwas mehr? Halt! Nein, das war jetzt zu viel. Was ist das denn? Was ist passiert? Entschuldige, Bob. Das ist alles meine Schuld. Ich wollte doch nur helfen. Nein, Heppo. Eigentlich ist es vielmehr meine Schuld, Bob. Ich habe die Höhe und die Breite des Tyrannosaurus verwechselt. Wir konnten das Skelett nicht durch die Tür kriegen. Also haben wir es zerlegt. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wie die Teile zusammengehören. Ich bin sicher, wir können es schaffen. Oder nicht? Oh je. Es sieht wie ein Puzzle aus, nicht wahr? Wir bräuchten ein Foto, wie er aussah, bevor ihr ihn auseinandergebaut habt. Wartet! Aber natürlich! Natürlich was? Wir haben ein Foto vom Dino. Leo hat vorhin ein paar Handyfotos gemacht. Das stimmt, du hast recht. Oh, dahin gehört das Teil also. Oh ja, fantastisch, fantastisch. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bringen wir alles in Ordnung, bevor die Bürgermeisterin hier ist. So, wir sind fertig. So ein Glück. Jetzt bin ich beruhigt und kann endlich in Ruhe mein Wurstbrot essen. Ja. Nein, warten Sie. Was? Da fehlt noch ein Knochen. Aber das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Wo kann er nur sein? Oscar! Und jetzt? Oscar? Sei ein braver Hund. Gib uns den Knochen. Komm schon, Oscar. Gutes Hundchen. Gib uns jetzt den Knochen, bitte. Ach du meine Güte. Die Bürgermeisterin ist jede Sekunde hier. Wenn wir nur irgendwas hätten, was wir ihm anstatt des Knochens anbieten könnten. Vielleicht hat er ja Lust auf ein Wurstbrot.
Aber das ist mein Mittagessen. Ich glaube, ich höre schon den Wagen von der Bürgermeisterin. Könnten wir nicht einfach... Oh, in Ordnung. Hier ist es. Hier, Oskar, ein leckeres Wurstbrot. Braver Hund. Oh. Und Buddel hat gewonnen. Mit einem weiten Wurf. Oh, wie aufregend. Ich werde ganz rot im Gesicht. Du bist doch sowieso rot, Buddel. Gut gemacht, Buddel. Freunde, ich brauche euch jetzt alle vor Ort, bitte. Gib uns noch einen Moment, Bob. Zuerst muss ich noch einen Rekord brechen. Jetzt kommt nur noch ein Wettrennen über den Parkplatz. Sportler, startet eure Motoren. Achtung! Fertig! Los! Ja! Genau wie Sarah sagt. Gib niemals auf! Jetzt hält mich nichts mehr auf! Das war nicht so schwer, wie ich dachte. Buggy, was hast du denn hier angestellt? Entschuldige, Bob. Ich wollte nur einen Rekord brechen, genau wie Sarah. Tja, das mit dem Brechen hast du geschafft. Oh nein, der Hindernislauf ist in einer Stunde und wir sind nicht mal mit der Seilbrücke fertig. Oh nein. Wir haben noch eine Chance, Team. Wenn wir jetzt zusammenhalten, schaffen wir es, das alles wieder zu reparieren. Heppo, du bist unser Gewichtheber und sorgst für die Kraft. Alles klar, Bob. Und Buddel, deine starke Schaufel ist gefragt. Schon bereit. Was ist denn, Buggy? Ich habe alles durcheinander gebracht für den Hindernislauf. Und bei der Weltmeisterschaft war ich auch nicht gut. Und Buggy? Ja, Bob? Du bist hier der echte Alleskönner. Ich brauche deine Schnelligkeit und deine Geschicklichkeit beim Ausgraben. Alles klar, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Das höre ich gern, Sportsfreunde. Vergesst eines nicht, Leute. Das Wichtigste bei einem Hindernislauf ist, Spaß zu haben. Und esst euren Brokkoli. Los! Ja, komm schon, Wendy! Alles in Ordnung, Heppo? Ja, nein. Weißt du, ich erschrecke mich andauernd, um ehrlich zu sein. Und Buggy ist nicht gerade hilfreich. Was? Was habe ich getan? Ich habe nur den Da-da-da-da benutzt, so wie immer. Du meinst den Bohrer. Ich liebe den Da-da-da-da. Ja, das tust du. Kommt, einer fährt weg. Perfekte Planung. Willst du die Träger nehmen, Schleppo? Ich kümmere mich später darum. Stapel sie erstmal übereinander. Oh, Buggy, hör auf damit. Das war ich doch gar nicht. Schleppo hat den Krach gemacht. Das nennst du Krach? Ich weiß noch, als ich quer durch Island fuhr und nur einen Vulkan als Gesellschaft hatte. Also das war laut. Ich fahre jetzt und arbeite da, wo es leiser ist. Vielleicht brauchen Bob und Wendy etwas Hilfe. Und Abriss-Buggy reißt weiter Wände ab. Aufgepasst, ich komme!
Randy? Alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? Ich glaube, noch mehr Aufregungen ertrage ich heute nicht. Du musst ein bisschen besser aufpassen. Wir waren gerade dabei, die Wände abzureißen, als du gekommen bist. Ich wollte nur wissen, ob es einen ruhigeren Platz zum Arbeiten gibt. Ruhiger? Wir bohren, hämmern, zerschlagen Dinge. Da ist es nun mal laut. Das klingt nicht nach dir, Heppo. Was ist los? Ich glaube, ich bin etwas aufgeregt, weil der Schornstein gesprengt werden soll. Das wird auch sehr laut werden. Aber bis dahin ist der Rest fertig. Wir sagen dir Bescheid, wenn es soweit ist. Du musst keine Angst haben. Okay, Bob. Ich werde es versuchen. Hast du schon die Träger zur Seite gelegt? Schleppo will sie zum Recyclinghof bringen. Einige fehlen noch. Danke, Bob. Buggy? Bist du hier irgendwo? Abriss, Buggy! Oh, Gott sei Dank. Keine Sorge, Jenny. Nur ein kleines Problem mit den Steinen. Bob kriegt das schon wieder hin. Was ist passiert, Buggy? Es tut mir so leid, Bob. Ich wollte dem großen wilden Bären einen großen hohen Berg bauen, auf dem er sich richtig wohlfühlen kann. Entschuldige, Bob. Es tut mir auch sehr leid, Bob. Ich hätte es wissen müssen. Nein, Heppo. Ich habe euch dazu überredet, ihn höher zu bauen. Es tut mir leid, das ist alles meine Schuld. Jenny ist ganz verzweifelt. Ich hoffe, du hast einen Ersatzplan, Bob. Ich hatte den Berg nicht so hoch geplant, wie Buggy ihn wollte. Aber ich finde seine Idee gut. Prima! Ja, und? Wenn wir Kies und Beton für den Untergrund wählen, anstatt Kies und Erde, könnten wir 4 verschiedene Ebenen bauen, statt 3. Kannst du uns den Zement bringen, Schleppo? Ich mach mich gleich auf den Weg. Und dann hole ich den Bären. Danke, Schleppo. Immer gern, Bob. Und wir werden jetzt alle besonders hart arbeiten, um fertig zu werden. Das werden wir tun, Bob. Was immer du sagst. Du kannst dich auf uns verlassen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Gute Arbeit, Team. Was hältst du von unserem neuen Berg, Buggy? Viel größer und besser, als ich es mir je vorgestellt habe. Du bist einfach klasse. Er ist da! Er ist da! Der Bär ist angekommen. Oh, Bob, das ist wunderschön. Ich danke dir vielmals. Diese Kiste ist ja riesengroß. Da muss ein großer, wilder Bär drin sein. Wenn er da drin ist, ist er aber sehr ruhig. Wir werden ja sehen. Hebst du ihn in sein Gehege, Heppo? Klaro, Bob! Wo ist der Bär? Oh, ist es ein wilder Bär? Da ist er. Heppo kann nicht vorwärts fahren. Seine Räder hängen in der Luft. Was sollen wir nur tun? Schade, dass wir ihn nicht wie ein Fisch an Land ziehen können. Halt, warte mal. Das bringt mich auf eine Idee. Heppo, nicht bewegen. Du tust jetzt genau das, was ich dir sage. Mhm. Buggy, du fährst jetzt langsam vorwärts, sodass deine vordere Schaufel direkt unter Heppos Haken ist. Aha. Heppo, lass deinen Haken so runter, dass Buggy ihn auffangen kann. Wendy, Leo, ihr folgt Buggy und bringt Heppos Haken unten am Pfeiler an. Hilfe! Hey, alles wird gut, Heppo. Fertig, Bob! Okay, geht ein Stück zurück. Und jetzt, Heppo, ziehst du deinen Haken ganz langsam zu dir.
Ja, genau, das machst du gut. Und jetzt vorwärts, schön vorsichtig. Ja! Gut gemacht, Heppo. Dankeschön, Bob. Es tut mir leid, Heppo. Ich hätte einfach nicht so nah an den Fluss gehen dürfen. Ich habe Heppo in Gefahr gebracht und ein Teil der Brücke ist futsch. Den Lauf habe ich auch verdorben. Ach, Kopf hoch, Buggy. Du hattest vorhin die rettende Idee, weißt du? Ach, wirklich? Ja. Du hast gesagt, wir sollen Heppo wie einen Fisch an Land ziehen und genau das haben wir auch getan. Aber hässliche Zähne und Stacheln auf dem Rücken hat Heppo nicht. Wenn wir alle mit anpacken, können wir die Brücke noch rechtzeitig fertig kriegen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Allerseits zum Hochhausener Streckenlauf. Der Gewinner bekommt diesen Pokal und hat die Ehre, unsere neue Fußgängerbrücke einzuweihen. Viel Glück euch allen. Auf die Plätze. Aber ich habe Sarah Zappel ihre Startnummer noch nicht gegeben. Dafür ist jetzt keine Zeit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Kommt schnell, wir gehen zurück zur Brücke. Ich will sehen, wer gewinnt. Wir treffen uns an der Ziellinie. Das ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Ich glaube, das Ganze sollte ich doch lieber dir überlassen. Wuhu, das macht Spaß. Ich liebe meine Arbeit. Hey, Buggy, schalte lieber ein bisschen herunter. Ich kann dich nicht verstehen, Buddel. Ich hab den Da-da-da-da an. Solltest du nicht den Schutt wegräumen? Gut. Jetzt kann ich endlich arbeiten und keiner stört mich dabei. Ich hab die Wasserleitung erwischt. Wie kommst du voran, Buggy? Es klappt alles prima, Bob. Ich ruh mich nur etwas aus. Das Bohren ist ganz schön anstrengend. Aber ich finde, du machst das wirklich super. Hey, hast du das gehört? Keine Sorge, Bob. Es ist wahrscheinlich nur mein Auspuff. Hier ist nichts zu sehen. Weißt du was? Als Belohnung dafür, dass du so hart arbeitest, darfst du als Erster die neue Schranke ausprobieren. Wirklich, Bob? Das wäre super. Nein, Bob, lieber nicht. Ich habe noch so viel zu tun. Also wir sind ziemlich gut in der Zeit, Buggy. Komm schon, jeder verdient eine kleine Verschnaufpause, auch du. Mir fällt gerade ein, ich muss noch dringend etwas erledigen. Es ist, mach weiter, wir sehen uns später. Hä? Mein Auspuff blubbert schon wieder. Hat Wendy nicht gerade nach dir gerufen? Ich habe nichts gehört. Ich bin mir aber ganz sicher. Möwi. Ich habe auch niemanden gehört und jetzt ist ein Loch in der Wasserleitung und ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein. Buddel kommt. Ich habe eine Idee. Vielleicht kann Buddel mir helfen. Warum nicht? Soll ich noch irgendwas wegbringen? Nein, im Moment nicht, Buddel. Wie wär's mit einer kleinen Pause? Dann kannst du dich etwas ausruhen. Mir geht's gut. Nein, du siehst müde aus. Jeder verdient ab und zu eine kleine Pause. Und weißt du, wo der richtige Platz ist, um 5 Minuten Pause zu machen? Genau hier. Ja. Es war wirklich ein anstrengender Morgen. Ja, und wir sind sehr gut in der Zeit. Leo, wir sind doch fast fertig. Wieso machst du das denn nicht später? Aber ich hatte gerade eine tolle Idee, Buddel. Hör mal. Oh,
Vielleicht doch nicht. Ah, aber das hier. Hast du den Eingang zur Spielecke schon fertig? Entschuldige, Bob. Ich war nicht ganz bei der Sache. Okay, dann kümmere dich jetzt darum. Und danach kannst du die Farbproben für Fritti machen, ja? Alles klar, Bob. Oh, und Buddel, wenn du hier fertig bist, könntest du dann bitte den Müll wegräumen? Okay, Bob, kein Problem. Oh. Eins, zwei, drei, vier Farben für Fritti zur Auswahl. Das ist das. Ich werde nicht nur zwei Lieder mixen, sondern vier. Also, wo habe ich mein Handy gelassen? Da ist es ja. Okay. Bob, Wendy, mir ist da was Dummes passiert. Oh. Oh, Leo. Jetzt ist Fritti bestimmt sauer auf mich. Wie ist denn das nur passiert? Ich hatte eine tolle Idee für einen Musikmix. Und dann habe ich nicht aufgepasst und bin in die Farbe getreten. Ich weiß, dass du aufgeregt bist wegen der Musik für die Party, Leo. Aber erst ist die Arbeit hier dran. Entschuldige, Bob. Ich hätte einfach nicht so abgelenkt sein dürfen. Ich verspreche dir, das wird nicht wieder passieren. Schon gut. Aber wir müssen die Fußabdrücke übermalen, bevor Fritti zurück ist. Ich werde den Boden streichen. Nein, Leo! Was ist das? Oh. Ich habe mir ein neues Muster für den Boden ausgedacht, Fritti. Das sollen Fußabdrücke von einem Tänzer sein. Aber wenn es dir nicht gefällt, kann ich sie auch wieder übermalen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde sie wunderschön. Du bist ein Genie, Leo. Und ihr habt mir auch bei der Farbwahl für den Disco-Raum geholfen. Und welche Farbe wird es? Alle Farben. Eine blaue Wand, eine rote Wand, eine grüne und eine gelbe. Wir können alles genauso machen, wie du es dir wünschst. Und ich will noch mehr Fußabdrücke. Überall. Leo, spielst du wirklich in dem Film mit? Tja, Karl gibt mir bestimmt eine Rolle, wenn ich ihm erst mein Schauspieltalent gezeigt habe. Psst, Leo, da ist der Regisseur. Deine Chance, entdeckt zu werden. Danke, Buggy. D11D, pass auf, hinter dir steht ein gefährlicher Weltraumroboter. Der Linsendeckel war noch drauf. Kein Wunder, dass ich nichts sehen konnte. Oh, hallo. Das sieht hier schon wirklich toll aus. Weiter so, Leute. Oh. Also, für die Mondoberfläche haben wir zwei verschiedene Arten von Sand zur Auswahl. Erstens dieser Sand. Er ist sehr dunkel. Und dann haben wir noch den hier. Der ist sehr viel heller. Mir gefällt der erste viel besser. Mir auch. Gute Wahl, Wendy. Also, dann nehmen wir den dunklen Sand. Oh. Ich bin begeistert. Fantastisch. Nur eine Kleinigkeit noch. Könnte da vielleicht eine Tür rein? Eine Tür, die sich öffnet, sodass die Weltraumroboter zum Vorschein kommen? Oh, das wäre einfach klasse, wenn das irgendwie möglich wäre. Das ist gar kein Problem, Karl. Du hast die Ideen und ich setze sie um. Oh. Ich geb's auf, Buggy. Ich glaube, ich bin einfach doch kein Schauspieler. Was? Ich finde, du bist toll, Leo. Guck mal, da ist Sophie. Viel Glück beim Film, Leo. Wie soll ich ihr nur sagen, dass ich gar nicht mitspiele? Soll ich es ihr sagen, Leo? Piep, Papa, piep. Nein, wir sagen es ihr noch nicht. Du weißt doch, im Film ist einfach alles möglich. Entschuldigung. Vorsicht. Hier kommt Buddel mit einem großen, bösen Roboter. Hallo, Wendy. Hast du Leo gesehen? Nein. Ist schon eine Weile her. Oh.
Ungefähr hier, Karl? Soll hier der große Roboter hin? Das ist perfekt, Bob. Okay, Heppo. Er ist schwer, also vorsichtig anheben. Hey! Fein rüber zu mir. Und stopp. Und jetzt setz ihn vorsichtig ab. Runter. Ja, genau hier. Also dann, Wendy, Heppo, packen wir's an. Ja, die Burg Bauheim ist ein besonders schönes Beispiel für mittelalterliche Baukunst. Es ist Hochhausens ältestes historisches Denkmal. Gibt es in Raventhal auch historische Gebäude, Bürgermeister Schmoll? Historische Gebäude? Ich kann solche alten Bauwerke nicht ausstehen. Ein Haufen bröseliger Steine, wenn Sie mich fragen. Oh, ja. Natürlich. In diesem Punkt muss ich Ihnen recht geben. Aber Hochhausen hat auch einzigartige Neubauten, nicht wahr? Und genau diese wollten wir Ihnen als nächstes zeigen. Raus aus der Kiste mit den Pinguinen und ab ins Wasser. Viel Spaß, ihr Pinguine. Was für putzige Tiere. Die fliegen doch hoffentlich nicht weg, oder? Oh nein, das sind keine richtigen Flügelbuggy, das sind Schwimmflossen. Sie können schwimmen, aber nicht fliegen. Wie ich sehe, können sie auch hopsen. Ich glaube, denen gefällt's hier, Leo. Ja, aber sobald ihr neues Becken fertig ist, bringen wir sie zurück in den Zoo. Perfekt. Sehen Sie nur, dieses fantastische Stadion ist Hochhausens ganzer Stolz. Ja, wir hatten hier schon großartige Sportveranstaltungen. Ich habe kein Interesse an Sport. Immer im Kreis herumrennen, springen, in einem Ball nachjagen. Nein, das ist nicht mein Ding. Oh ja, verstehe. Sie mögen keinen Sport. Aber jetzt habe ich etwas für Sie, das wird Ihnen sicher gefallen. Wir haben doch noch etwas, Herr Brauer, oder? Ja, ja, diesmal werden Sie begeistert sein. Hier kommt die neue Scheibe, Bob. Hervorragend. Also, dann wollen wir mal. Wir müssen die Pinguine so schnell wie möglich in das neue Becken bringen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Pass auf, wir haben die gerade erst gelegt. Und wer denkt, das war gut, für den wird's jetzt sogar noch besser. Buggy, nein, stopp! Ach, du meine Güte, was ist passiert? Buggy, du hast ein Stromkabel durchgetrennt. Oh, Bob, das wollte ich nicht. Es tut mir so leid, Bürgermeisterin Baugroß. Das ist ja furchtbar. Was ist jetzt mit der Auszeichnung? Seien Sie unbesorgt. Ich bin sicher, wir kriegen das rechtzeitig wieder hin. Wendy? Sieht echt schlimm aus. Wir brauchen bis morgen, um das zu reparieren. Stimmt. Hört zu, Leute. Wenn wir wieder Licht und Ton haben wollen, müssen wir wohl den Notstrom einschalten. Wendy, Leo, Buddel, ihr wechselt die Gehwegplatten aus. Buggy und ich fahren zurück zur Werkstatt. Also dann, Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Oh, ich danke dir, Bob. Frau Bürgermeisterin. Test. 1, 2. 1, 2. Darf ich bitten, Frau Bürgermeisterin? Meine Damen und Herren, liebe Mädchen und Jungs,
und Fahrzeuge. Oh. Ich freue mich, den Namen unseres allerersten Helden von Hochhausen bekannt zu geben. Es ist jemand, den ihr alle kennt und mögt. Jemand, der uns allen immer hilft und der immer da ist, wenn man ihn braucht. Und nun enthülle ich, wer auf dem allerersten Stern zu sehen ist. Danke sehr. Bob, der Baumeister. Juhu! Was für eine Überraschung. Buggy hat dich vorgeschlagen. Dieses Fahrzeug ist ein Genie. Danke, Frau Bürgermeisterin. Danke an alle von euch. Ja! Ja! Juhu! Gut gemacht, Bob. Wer bekommt wohl nächstes Jahr den goldenen Stern? Nun, ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich habe auch eine Menge für Hochhausen getan. Ich schlage wieder meinen Vater vor. Aber was ist mit Jenny? Was, ich? Nein, du solltest ihn bekommen, Tina. Nächstes Jahr sollte es unbedingt ein Fahrzeug sein. Auf alle Fälle jemand Plüschiges. Oh, was bin ich für ein Schussel? Es ist eine Katastrophe. Was ist passiert, Herr Brauer? Oh, ich habe das Allerwichtigste vergessen, meine Schatztruhe. Ich muss nach Hause, um sie zu holen. Sie brauchen unbedingt jemanden, der die Probe leitet, während Sie unterwegs sind. Ich fürchte, da hast du recht. Überlassen Sie das mir, Herr Brauer. Du bist meine Retterin, Mixi. Alle Schwerter und Kostüme sind in der roten Kiste, verstanden? Nicht in der grünen. Darin sind die Sachen für das Ende. Okay, Herr Brauer. Rot, nicht grün. Alles klar. Wie sagt man so schön? Es ist nie zu spät, bevor die Sonne untergeht. Wowie! Ein Sack voller Piraten. Unter der Leitung von Herrn Brauer und Mixi. Jetzt komme ich ganz groß raus. Wo willst du denn hin? Wir müssen doch den Weg hier pflastern. Welche Zementmischung sollen wir nehmen? Oh, grün, nicht rot. Oder rot, nicht grün. Den roten. Ganz sicher? Ganz bestimmt. Auf jeden Fall zu 100% den roten. Okay. Ein Herr mit viel Gold. Oder ein goldenes Heer? Nein, das stimmt nicht. Gold her oder ich vergess mich. Oh, meine Schauspieler brauchen mich. Fertig, Leo. Danke, Mixi. Gern geschehen, ciao. Ciao. Hallo, jetzt bitte noch mal alles von vorn. Schön laut, man muss jedes Wort hören. Alle auf ihre Plätze und Action! Land ahoi, ich erspähe etwas. Lauter bitte. Die Schatzbucht, Land der Beute. Wir greifen an bei Donnergroll und laden das Schiff bis zum Rande voll. Ah! Etwas piratenmäßiger, bitte. Ah! Das ist es. Hervorragend. Halt, da kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Da kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Anton! Mixi? Wo sind mein furchteinflößender Hut und mein Degen? In der grünen oder der roten? Mixi, ich brauch noch Beton. Ich komm gleich, Leo. Dein Kostüm ist, glaube ich, in der grünen Kiste, Anton. Bist du sicher? 100%! Mixi! Bin gleich wieder zurück, Piraten. Wo war ich? Ach ja, hier kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Captain Kraftkeks, der scheußliche Seeräuber. Ich mag deinen furchterregenden Piratenhut, Captain. Hä? Was ist da so lustig? Wer es wagt, sich mit mir anzulegen, macht gleich Bekanntschaft mit meinem scharfen Degen. Okay, Heppo, lass den Haken runter. Haken kommt. Zieh uns jetzt rauf. Juhu! Bob ist ein Dinosaurier-Cowboy. Wir haben es geschafft. Noch nicht ganz, Heppo. Wir müssen uns mächtig beeilen, um den Park fertig zu kriegen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das!
Frau Bürgermeisterin, wir sind fast fertig für Ihren Besuch im Dino-Park. Sehr schön, Bob. Es freut mich, endlich alles sehen zu können. Und mich erst. Diese Biester aus der Kreidezeit fand ich schon als Kind sehr interessant. Ach, wie aufregend. Besonders unser Topstar Triceratops interessiert mich. Die Raventhal-Modelle bewegen sich ja nicht, wie du weißt. Oh, Sekunde. Ich habe leider was vergessen. Gedulden Sie sich noch 2 Minuten? Okay, Kumpels, wir sind fertig. Noch nicht ganz. Hä? Wieso macht er denn keine Geräusche? Durch den Sturz kann er nicht mehr brüllen. Und die Bürgermeisterin ist hier. Wir haben keine Zeit zum Reparieren. Wartet! Ich kenne hier jemanden, der echt gut brüllen kann. Und wer ist das? Verzeihung, dass ich Sie warten ließ. Kein Problem, Bob. Ich bin froh, dass der Park rechtzeitig fertig wurde. Können wir? Oh, ich bin sehr beeindruckt. Oh, das ist ja großartig. Fantastisch. Oh, ich war der Meinung, der macht Geräusche. Oh. Und einige Teile der Burg Bauheim stehen hier schon seit Hunderten von Jahren. Oh. Seit der Zeit der Prinzen und Prinzessinnen und Ritter in glänzenden Rüstungen. Oh. So wie Sir Friedrich von Bauheim. Er war der erste Ritter der Burg Bauheim. Ich bin Sir Leo, ein Ritter in glänzender Rüstung. Attacke! Aber Bob... Wo stürmt Sir Friedrich denn hin? Sieht so aus, als wollte er durch die Mauer da reiten. Angriff! Und genau hier werden wir heute arbeiten. Wisst ihr, wenn man sich die Burgpläne genau ansieht, war hier mal ein prachtvoller Torbogen, sodass Sir Friedrich hier hindurchgehen und den Burggraben entlanglaufen konnte. Wir sollen ihn wieder freilegen, damit die Leute hier wieder durchgehen können. Ich sehe hier überall nur dicke, verschlungene Äste. Das müssen wir zuerst machen. Wir müssen beide Seiten der Mauer von den Ästen befreien. Also, lasst uns loslegen! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. So, hier ist er, der alte Torbogen. Ich sehe nur Steine und, noch mehr Steine. Hier ist die gewölbte Form des Bogens, Buddel. Oh. Dies sind die uralten Steine. Und das hier sind die Steine, die man später benutzt hat, um den Eingang zuzumauern. Wieso hat man das gemacht? Vielleicht, um Drachen fernzuhalten. Oder böse Hexen. Das glaube ich nicht. Drachen und Hexen kommen nur im Märchen vor. Wirklich? Was ist das für ein Geräusch? Ist es ein Drache? Es kommt von der Statue. Die Statue lebt. Oh, es ist nur Herr Brauer. Ich hatte gehofft, es wäre ein Drache. Hallo, Herr Brauer. Hallo, Herr Brauer. Oh, ah. Das sieht aber komisch aus. Oh nein. Bob, sieh nur, wir haben vorausgedacht. Warte einen Moment. Die stehen zu dicht nebeneinander. Oh. Oh oh. Oh je, meine hübschen neuen Windräder. Ich glaube, ich sollte die Bürgermeisterin über dieses Missgeschick informieren. Jetzt sind die Drehdinger hin. Buggy. Oh, Bob. Ich wollte, dass in Zukunft noch mehr Winddrehdinger hier Platz haben. Darum habe ich Heppo gebeten, die Fundamente dichter zusammenzuschieben. Das war echt keine gute Idee.
Du hättest dich an den Plan halten sollen, Buggy. Ich wollte einfach, weißt du, vorausdenken, weil Herr Brauer gesagt hat, dass wir das sollen. Es tut mir so, so leid, Bob. Also gut. Das Problem ist, dass wir jetzt nur noch 3 heile Windräder übrig haben. Die erzeugen nicht genug Strom für das Meereszentrum. Und die Bürgermeisterin möchte die Windanlage heute Abend einschalten. Wir brauchen einen neuen Plan, Bob. Wenn wir bloß irgendwie Strom von der Sonne kriegen könnten, anstatt nur von diesen Winddrehdingern. Du meinst mit einer Solaranlage, Buggy? Oh ja, genau wie im Zoo. Das ist klasse. Ihr bringt mich da auf eine Idee. Aber wir müssen uns beeilen. Auf geht's, Team. Ich glaube, wir brauchen etwa nur die Hälfte der Erde, um die Gräben wieder aufzufüllen. Willst du nicht nachsehen, damit wir sicher sind? Gute Idee, Buggy. Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr als die Hälfte. Danke, Buggy. Gut aufgepasst. Schön, schön, schön. Ich habe gehört, es gäbe ein Problem, aber alles sieht gut aus. Herr Brauer, warum erschrecken Sie mich so? Bob macht seine Arbeit immer sehr gut. Oh ja, ich habe niemals an ihm gezweifelt. Sie kommen genau rechtzeitig, um alles einzuschalten. Danke, Bob. Volle Kraft voraus. Juhu! Die Drehdinger drehen sich! Schneller, schneller! Und seht euch die leuchtende Solaranlage an. Der Weihnachtsschmuck ist fast fertig und ich habe Bob immer noch nicht sein Geschenk gegeben. Jetzt testen wir die Schneemaschinen. Wollt ihr dabei zusehen? Oh ja, das will ich. Auf jeden Fall. Ich komme gleich nach. Oh, Heppo, bitte. Bring nicht wieder alles durcheinander. Mach ich nicht. Ich würde Bob so gerne sein Geschenk geben, sobald es schneit. Aber wo ist es? Da! Noch ein kleines Stückchen weiter. Ups, zu weit. Oh oh. Bleib dran, Bob. Ich starte gleich die Schneemaschinen. Okay, keine Panik. Einfach zurückfahren jetzt. Langsam und sachte. Geht nicht, neuer Plan. Einfach mal ordentlich ziehen. Oh, oh, nochmal. Also gut, Wendy. Lass es schneien in 3, 2... Oh nein! Bleibt alle da, bewegt euch nicht. Was soll ich tun? Fahr nach rechts, jetzt. Das hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt, oder? Oh, der Weihnachtsbaum. Alles ist kaputt. Ach, herrje. Was für ein Chaos. Wie ist das passiert, Heppo? Ich wollte dir nur dieses Weihnachtsgeschenk geben, aber ich habe mich dabei so ungeschickt angestellt. Jetzt habe ich allen das Weihnachtsfest verpfuscht. Das tut mir so leid, Bob. Das ist super. Jetzt fahr deinen Kran aus. Okay. Oh.
Noch ein Stück höher. Das fühlt sich komisch an, Leo. Soll ich weitermachen? Ja! Tja, wenn du das sagst, gut. Oh, oh nein! Vorsicht, Leo! Sie rollt weg! Komm zurück, Schüssel! Ach, es geht doch nichts über einen leckeren Fruchtshake von Fritti und einen ruhigen Spaziergang am Fluss. Oh? Vorsicht! Naja, wenigstens habe ich meinen Fruchtshake nicht. Entschuldigung! Verschüttet. Dehnübungen sind ganz wichtig. Damit werden nämlich die Muskeln entspannt. Sieht echt super aus, Herr Brauer. Ich wusste nicht, dass Sie so tolle Bilder machen können. Weißt du, ich gebe Unterricht in Abendkursen und... Pass auf! Oh nein! Nein! Sie rollt auf die Bühne zu! Nein! Oh nein! Wie konnte das passieren? Wieso hast du nicht besser aufgepasst, Heppo? Das war nicht Heppos Schuld. Ich habe die Schüssel nicht richtig festgemacht, weil ich Fang den Fisch gespielt habe. Ich habe Team Hepp Leo hängen lassen. Es tut mir so leid. Unsere Bühne ist kaputt und unser tolles Plakat ist zerrissen. Und meine Sprühfarben sind leider auch leer. Und da die Schüssel im Fluss gelandet ist, werden die Sportis Hochhausen nicht in den Nachrichten zu sehen sein. Vielleicht kann ich die Schüssel mit meinen echten Angelkünsten retten. Team Hepleo zieht diesmal an einem Strang. Und dann heißt's Fang die Schüssel. Das ist echt eine tolle Idee, Leo. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Besonders, wenn keiner zum Spielen da ist. Aber Bob hat ja völlig recht. Ich sollte mich ausruhen. Möwi, ja! Wollen wir spielen? Ich sehe was, was du nicht siehst. Willst du zuerst? Okay, ich fang an. Ich sehe was, was du nicht siehst. Oh, diese flackernde Glühbirne ist das Aufregendste, was ich heute gesehen habe. Besser, ich sag das, Bob, falls das eigentlich ein, Feuer ist. Oder es ist ein Signal von Außerirdischen. Ich sag's, Bob. Das dauert nicht mehr lange, Fritti. Wir bauen jetzt die Gefriertruhe ein, dann kommt das Dach drauf. Fantastisch, Bob! Dann hol ich jetzt das Eis her. Buggy an Bob, bitte kommen, Ende! Hallo, Buggy, Bob hier. Hast du dich ausgeruht? Das habe ich versucht, Bob, aber dann habe ich eine flackernde Glühbirne entdeckt. Oh, das ist nicht weiter schlimm. Oh, okay, Bob. Ich wollte nur keinen Fehler machen, falls es eigentlich was Ernstes ist. Zum Beispiel ein Feuer. Du hast doch gesagt, es ist eine flackernde Glühbirne. Du hast möglicherweise recht. Möglicherweise ist es kein Feuer. Hm, ich fahr lieber hin. Okay, Buggy, Buddel und ich kommen so schnell, wie es geht. Und Ende. Na schön. Dann lasse ich das jetzt runter. Dann war das gar kein Feuer, Bob? Nein, Buggy. Ein flackerndes Licht ist kein Feuer. Ich glaube, du hast schon wieder mächtig übertrieben. Entschuldige. So, dann ist hier ja alles in Ordnung und ich kann mit zum Strand kommen. Daraus wird wohl nichts, Buggy. Du bist einfach zu müde. Du hast mich jetzt schon zweimal wegen Kleinigkeiten hergeholt. Besser, du bleibst hier. Okay? Oh, okay, Bob. Versuch dich auszuruhen. Auf geht's, Buddel. Zurück zum Strand. Bob hat recht. Ich sollte wirklich versuchen, mich auszuruhen. Ich muss jetzt schlafen. Vielleicht sollte ich Schäfchen zählen. Nein, die sind langweilig. Ich versuch's mit Reifen. Eins, zwei,
Was riecht da so? Hoch! Oh, Doppelhoch! Ein richtiger Notfall! Seid ihr gleich soweit? Wir wollen doch nicht, dass das köstliche Eis schmilzt. Wir sind gleich soweit, Fritti. Bob, hier ist Buggy mit dem echten Notfall. Was, schon wieder einer? Hast du dich ausgeruht? Nein, hier ist ein Feuer, Bob. Ein Feuer hier im Hof. Pass auf, Buggy. Du brauchst einfach noch Ruhe, sonst wirst du nicht aufhören mit diesen Übertreibungen bei kleinen Problemchen. Aber Bob! Ruh dich aus. Ich schalte jetzt aus. Wah! Ich muss die Werkstatt retten. Aber wie nur? Oh, ich heb die Tonne hoch. Ich bin ja aus Metall. Also, wenn Bob nicht zu dem Feuer kommt, muss ich das Feuer eben zu Bob bringen. Er weiß, wie man es löscht. Oh, was? Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Einmal Sonnengelb und einmal Meeresblau. Diese Strandhütten werden richtig toll. Und die Farbe trocknet schnell an einem so sonnigen Tag wie heute. Ach du meine Güte! Bob, Wendy, vorsichtig mit diesen Farbtöpfen! Wir wollen nicht, dass hier überall Farbkleckse sind. Wenn Flecken auf die Steine und den Sand kommen, ist hier alles... Keine Sorge, Herr Brauer. Das ist wasserlösliche Farbe. Ach so? Mit warmem Wasser geht jeder Fleck weg. Oh, oh. Oh, mein Mülleimer! Oh je. So wird es hier nie sauber und aufgeräumt aussehen, Buddel. Entschuldigen Sie. Der Strandprüfer kann jede Minute hier sein, um sich alles anzusehen. Genau genommen ist er vielleicht schon hier. Wirklich? Oh ja. Jeder, der sich dem Strand nähert, könnte der Prüfer sein. Also achte darauf, dass alles sauber und aufgeräumt ist. Oh, das kitzelt. Oh, hallo Möwi. Herr Brauer hat gesagt, jeder, der sich dem Strand nähert, kann der Prüfer sein. Aber wer ist es? Nein, wohl eher nicht. Die auch nicht. Halt, warte. Und wenn's zwei Prüfer sind? Vielleicht haben sie ja Kameras in ihren Butterbroten versteckt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht essen sie nur zu Mittag. Möwi, halt nach dem Prüfer Ausschau! Huch, der Prüfer! Er ist hier! Das muss er sein! Oh nein! Huhu! Der Prüfer! Der Prüfer kommt! Hä? Sei vorsichtig, Buddel! Halt! Ach, Buddel, was soll das denn? Da ist der Prüfer. Wovon redest du, Buddel? Er ist dort drüben und macht Fotos vom Strand und vom Meer. Der Nummer 1 Strandprüfer. Hä? Als hätten die Sportis schon wieder einen neuen Tanz eingeübt. Ja! Das war super toll. Das war wirklich klasse. Oh, danke, Bob. Und danke, dass ihr die Bühne für uns gebaut habt. Ja, sie ist abgefahren. Wo wollt ihr hin? Wir arbeiten heute dort drüben, bei den Hochhausener Fernsehnachrichten. Wir bauen ein paar wichtige Dinge für sie auf. Stellt euch vor, die Leute vom Fernsehen wollen uns nachher filmen. Ja, wir werden in den 8 Uhr Nachrichten sein. Ja! Dann machen wir uns besser an die Arbeit. Bis später. Bis dann. Wir sehen uns. Da sind wir, Team. Auf diesem Gelände werden die Fernsehnachrichten gemacht. Was genau müssen wir denn hier aufbauen, Bob? Tja, Leo. Direkt hier stellen wir ein großes, drehbares Schild der Hochhausener Nachrichten auf. Und da oben kommt eine riesige Satellitenschüssel hin.
Was ist eine Satellitenschüssel? Ich zeige es dir, Heppo. Die Satellitenschüssel ist dazu da, dass das Hochhausener Fernsehen seine Programme ausstrahlen kann. Ist ja toll! Sie senden die Nachrichten ins Weltall, wo sie auf ein Gerät treffen, das man Satellit nennt. Echt? Ins Weltall? Der Satellit sendet dann die Nachrichten zurück auf die Erde, sodass die Menschen sie auf ihrem Fernseher oder ihrem Computer ansehen können. Das ist ja super. Also kann man ohne die Satellitenschüssel keine Nachrichten gucken. Und niemand kann die Sportis Hochhausen in den 8 Uhr Nachrichten sehen. Genau. Wendy und ich bringen das Schild und die Satellitenschüssel an. Leo und Heppo, ihr helft uns beim Heben und Transportieren. Ja, natürlich. Wir machen das schon, Bob. Hä? Hörst du das, Leo? Hm. Leo, du und ich, wir sind ein Team. Team Heppo und Leo. Team Hepp-Leo. Hepp-Leo. Oh nein! Ich hab nicht mehr die höchste Punktzahl bei Fang den Fisch. Siehst du? Jemand mit dem Namen Flotter Fred führt jetzt. Du hast doch heute Abend noch genug Zeit, um wieder an die Spitze zu kommen. Oh, ja klar, Bob. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, das Team sind wir der Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, Team. Jeder ruft das Haus, schlag ein. Oh, ich kann Dennis Blitz nirgendwo sehen. Ah, Leo, hilfst du mir, die Pyrotechnik aufzubauen? Pyro, was? Die Pyrotechnik. Also das Feuerwerk, das gleich die ganzen Funken versprüht, wenn Dennis fliegt. Komm mit, ich zeig's dir. Wartet, da ist der Dennis Blitz. Ja! Oh nein, er geht. Ich muss ihn kennenlernen. Okay, Leo. Das hier sind die Feuerwerkskörper. Sie leuchten auf und sprühen dabei lauter Funken. Aber von wo starten wir das Feuerwerk denn nachher? Von ganz da oben. Wichtig ist, dass die Funken später nur nach oben sprühen. Und deshalb zeigen die Öffnungen auch nach oben. Wenn die Öffnungen nämlich nach unten zeigen würden, könnten die Funken auf die Scheinwerfer treffen. Dann würde ein Feuer entstehen. Ganz genau. Aber da alle Feuerwerkskörper richtig rumhängen, kannst du sie jetzt hochfahren. Da ist der Dennis Blitz! Dennis Blitz! Oh. Buddel? Dennis oh nein! Blitz. Los, halt an! Oh, Buddel! Entschuldige, Leo, aber ich suche Dennis Blitz! Oh. Puh, die Öffnung zeigt immer noch nach oben. Dennis Blitz! Dennis Blitz! Dennis Blitz! Dennis Blitz! Bob, der Baumeister? Oh, Dennis, freut mich, dich kennenzulernen. Wow, du hast einen Hammer und einen Meißel. Oh, ich liebe einfach alles, was mit Bauen zu tun hat. Sieh mal, Dennis, ich hab einen Kran. Und ich kann toll buddeln. Dennis, wir müssen los. Karl will, dass ich deinen Sicherheitsgurt teste. Und ganz besonders mag ich Bagger und Kräne. Wow, ihr seht super aus. Okay. Sie sind drin und sind gerade. Mixi, füll den Beton rein. Schon unterwegs. Prima. Ich teste jetzt die Lichter. Kannst du mal gucken, ob sie auch wirklich funktionieren? Ja, mir entgeht nichts. Ich gucke genau. Sehr gut.
Hallo, Tim. Na, was machen deine Partypläne? Okay, Bottle, geht los. Und, Bottle, gehen die Lichter? Oh, entschuldige, Bob. Oh, ja. Alles klar, okay. Jetzt hab ich's, denke ich doch. Dann lasst uns anfangen. Fertig! Und jetzt bin ich weg, um mir die Drachen anzusehen. Hä? Aber der Graben, war er tief genug? Buggy sagte, er war's. Er hat ewig lange gegraben. Oh, alles klar. Ich hab die Pläne wohl nicht verstanden. Sie waren verwirrend. Okay, lasst uns den Turm bauen. Ich liebe Drachen. Ich bin schon so gespannt auf die Rutschen. Oh. Wow. Hallo, Buggy. Da du Drachen so gern hast, könntest du doch vorausfahren und aufpassen, dass Schleppo auf den letzten paar Metern nichts im Weg steht. Wirklich? Soll ich? Oh, das ist so cool. Danke, Wendy. Fertig, Schleppo? Fertig, Buggy. Okay, die Rutschenteile sind hier. Heppo wird sie auf die Balken runterlassen. Leo und ich werden sie dann befestigen. Aha. Verstanden? Alles klar. Ja, Bob. Okay, Heppo. Fangen wir mit den Drachenköpfen an. Klaro. Sehr gut, Heppo. So, alles erledigt. Danke dir. Wow. Das ist echt super toll. Super aufregend. Tja, Drachen sind die Besten. Drachenkörper in Position. Jetzt fehlen nur noch die Schwänze. Hä? Bob, Heppo, warte! Die Stützbalken brechen zusammen. Das scheint Spaß zu machen. Was, Wendy? Wir haben noch einen Sandblock übrig und jede Menge Sand. Ja. Wie ist die Wettervorhersage, Leo? Sehr sonnig, Herr Brauer. Oh. Nein, mein Ring! Was ist, Frau Bürgermeisterin? Mein Ring ist mir vom Finger gerutscht. Wir müssen ihn finden, Herr Brauer. Oh. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin, wir werden ihn finden. Wir müssen. Ich muss ihn dem Museum morgen zurückgeben. Und der Ring ist so wertvoll. Ich stand neben Buggy, als er die Sandblöcke gemacht hat. Also muss er in einer der Skulpturen sein. Von mir aus können wir die Skulpturen durchsuchen, wenn danach noch genug Zeit ist, sie wieder aufzubauen. Wenn es keinem was ausmacht. Oh. Na los, dann suchen wir alle nach dem Ring. Das tut mir sehr leid. Ich war ganz sicher, dass er in einer der Skulpturen ist. Was, Jenny? Ist dir irgendetwas eingefallen? Ich glaube, sie hatten den Ring noch, als wir mit den Skulpturen angefangen haben. Und deshalb kann er in keinem Sandblock sein. Dann ist er verloren. Weg. Für immer. Ich muss es dem Museum sagen. Bitte sagen Sie meine Teilnahme an dem Ball ab, Herr Brauer. Keine Sorge. Ich habe etwas zu Hause und bin sicher, damit werde ich Ihren Ring finden. Frau Bürgermeisterin, Sie gehen zu diesem Ball. Macht jetzt alle mit den Skulpturen weiter. Reicht die Zeit, um noch eine Skulptur zu bauen, Bob? Aber klar, Anton. Wendy, Buggy und ich müssen nur noch zuerst neue Sandblöcke machen. Wir haben 4 neue Sandblöcke. Alle bereit, nochmal anzufangen? Was ist das? Mein Metalldetektor, Buggy. Mit dem finden wir bestimmt den Ring der Bürgermeisterin. Oh, und wie geht das? Ich weiß nicht. Irgendwie fällt mir zum Thema auf dem Meeresgrund nichts wirklich Außergewöhnliches ein. Tja, und was machen wir nun? Mir fällt nur ein riesiger Ring ein. Oh.
Entschuldigung, es ist nur eine Getränkedose. Oh. Hm.